Wen holen wir heute ab? Heute holen wir Hans-Peter Gondring ab. Das ist der Studiengangsleiter für Immobilienwirtschaft an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Herr Professor Gondring, wohin geht unsere Reise heute? Ich entführe Sie in die Düsseldorfer Straße in Altstadt. Herr Professor Gondring, Sie sind Studiengangsleiter für Immobilienwirtschaft an der Dualen Hochschule. Seit wann beschäftigen Sie sich denn mit dem Thema Wohnen und Immobilien? Also ich bin seit 1997 Professor, noch an der vormaligen Berufsakademie. Und beschäftige mich seit 17 Jahren mit dem Thema Immobilien. Wenn ich richtig informiert bin, dann waren Sie bereits an der Universität Hohenheim wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wie schwierig war es denn damals zu Studentenzeiten für Sie, eine Bude, eine Wohnung in Stuttgart zu finden? Ich kann sagen, ich war froh, Student bzw. Mitarbeiter in den 80er Jahren gewesen zu sein. Das war damals überhaupt kein Problem. Wir kamen vom Rheinland 1983. Und wir konnten uns aussuchen. Ich bin mit meiner Frau durch Stuttgart gefahren. Der hat es gefallen am Max-Eitz-See in den Weinbergen. Und wir haben dort, bis ich dann promoviert war, bis 1987 quasi in Münster gewohnt. Ich habe damals 300 Mark bezahlt, also 150 Euro, für eine 73 Quadratmeter Wohnung. Das gibt's gar nicht. Das klingt nach paradiesischen Zuständen. Man muss natürlich sagen, das Einkommen war natürlich entsprechend auch niedriger. Aber es war damals, mit Sicherheit war der Anteil der Wohnungsausgaben am Nettoeinkommen deutlich geringer, als das heute der Fall ist. Was müsste man denn heute tun, um die ein bisschen angespannte Lage auf dem Immobilienmarkt in Stuttgart zu entschärfen? Ich könnte das jetzt relativ einfach beantworten, könnte sagen, einfach mehr bauen. Dann wäre die Sache damit erledigt, das ist aber zu einfach. Die erste Frage ist, wo ist der Immobilienmarkt angespannt? Der Immobilienmarkt Stuttgart insgesamt betrachtet ist ja nicht angespannt. Es sind bestimmte Teile in Stuttgart, wo wir heute explodierende Preise haben. Da möchte jeder wohnen. Und weil jeder dort wohnen möchte, haben wir einen Angebotsdruck. Und logischerweise, der Markt regelt Angebot und Preis und Angebot. Und haben wir hier steigende Preise. Wir liegen heute im Schnitt bei 35%. Das heißt also, von 1.000 Euro Nettoeinkommen gehen 350 Euro für Warmmiete dahin. Okay. Das waren zu meiner Zeit, den paradiesischen Zustände, waren es unter 20%. Jetzt müssen wir natürlich die Einkommenssteigerung dagegen rechnen. Die dann, aber nicht genauso hoch ist? Die ist deutlich niedriger. Man kann sagen, die Steigerung in den letzten 5 Jahren im Mietpreissegment lag etwa bei 3,5%, während die Löhne und Gehälter in der Zeit im Schnitt um 1,5% gestiegen sind. Also die Mietpreise steigen in der Tat schneller als das Einkommen. Das heißt, am Ende ist es dann so, dass besonders, sagen wir mal, Geringverdiener, Studenten, die hier ihre erste Bude in Stuttgart suchen, vielleicht auch Familien, die bezahlbaren Wohnraum suchen, dass die einfach vor eklatanten Problemen stehen, wenn sie jetzt nicht gerade ganz weit draußen sich eine Wohnung oder ein Zuhause suchen. Ja, das ist natürlich, wenn der Anteil steigt und die Energiekosten steigen ja auch, trifft das natürlich in der Relation die einkommensschwachen Haushalte. Einfach zu sagen, wir bauen mehr Sozialwohnungen, würde das Problem auch nicht lösen. Weil? Wir haben in dem Sinn keine Wohnungsknappheit. Wenn das heißt, uns fehlen 4.500 Wohnungen, das würde ja heißen, dass 4.500 Menschen unter den Brücken leben. Das ist ja nicht der Fall. Was wir etwas brauchen zur sozialen Abfederung, ist mit Sicherheit bezahlbarer Wohnraum. Aber bis die Maßnahmen greifen, vergehen 3 bis 4 Jahre. Das hätte man schon 2007, 2008 machen müssen. Um jetzt wirklich Früchte ernten zu können. Und jetzt haben wir plötzlich die Situation, dass die Bevölkerung zunimmt in den Ballungszentren. Das greift auch der demografische Wandel. Und plötzlich führt es zu einer Verknappung mit der entsprechenden Preisreaktion. Jetzt stehen wir unmittelbar vor der Gemeinderatswahl hier in Stuttgart. Sie haben schon gesagt, dass man eigentlich so kurzfristig an der Situation gar nichts ändern kann. Gibt es denn dennoch irgendetwas, was die politischen Vereinigungen oder Parteien in Stuttgart
machen könnten, damit man etwas eben gegen diese starke Verknappung vor allem in der Innenstadtlage tun kann, unternehmen kann? Man kann jetzt nicht immer nur auf die Stadt schimpfen und den Oberbürgermeister, klar, der kriegt das natürlich im Moment, kriegt er das ab. Ja. Da sind auch Fehler in der Vergangenheit gemacht worden. Ich meine, das muss man ehrlich und fairerweise zugeben. Ist das schon Kuhns Vorgänger Schuster da, Versäumnisse? Ja, selbstverständlich. Der hat 10 Jahre, ist hier, wie übrigens auch in anderen großen Städten, eigentlich nichts passiert. Und wenn Sie mal überlegen, die Administration hat zugeschaut, wie in den letzten 10 Jahren der Bestand an sozialen Wohnungsbau von 75.000 Wohneinheiten auf 15.000 Wohneinheiten geschrumpft ist. Die Politik in einer Demokratie wird auf eine begrenzte Zeit gewählt und sie reagiert im Grunde genommen nur auf Druck. Wenn alles entspannt ist und es gibt keine Probleme, dann ist auch keiner aufgerufen, irgendwas zu tun. Was ich aber der jetzigen Administration vorwerfen kann, ist, dass, wenn man das mal salopp formulieren darf, kein Plan in der Tasche hat. Ist das so? Das ist so. Das wird man nicht so gerne hören im Rathaus. Das wird man nicht so gerne hören. Also man versteift sich auf das Stuttgarter Innenstadtentwicklungsmodell. Man pustet raus, man wird im Jahr 300 Sozialwohnungen schaffen. Man überlegt, verbilligte Grundstücke herzugeben im Wert von 20 Millionen. Man denkt drüber nach, eine Regulierung der Leerstandsquote, Mietpreisbremsen. Das sind alles Dinge, die nicht greifen. Und das ist, kann man sagen, Streu in die Augen der Wähler. Mhm. Die sagen, da tut was, aber das greift nicht. Jetzt ist die Frage, das Meckern ist ja das eine. Was kann man machen? Braucht man zum Beispiel, gehen wir nach Hamburg. Mhm. Hamburg ist die Situation viel schärfer, als das hier in Stuttgart der Fall ist. Mhm. In Hamburg, was die zum Beispiel machen, die machen einen runden Tisch, die machen ein Bündnis für Wohnen. Okay, und warum? Und das wird auch gelebt, Bündnis für Wohnen. Wer nimmt daran teil? Da ist die Administration, da sind die Stadtplaner, da sind die Wohnungsverbände, da sind die Projektentwickler, da sind die Baugenossenschaften. Mhm. Es ist ja Intelligenz, es ist ja Fachwissen vorhanden. Das heißt, man müsste das bündeln. Das wird gebündelt unter der Moderation der Stadt, mhm, oder des politischen Repräsentanten wird das moderiert und hier werden Verabredungen getroffen. Das heißt, auf den Punkt zu bringen, in Hamburg im letzten Jahr sind 6.000 Wohnungen. 6.000 ist natürlich eine anständige Zahl. Gut, Hamburg ist größer, aber klar, es wirkt. Wenn ich mir hier anschaue, das ist, verzeihen Sie meine reinlich saloppe Art, fast autistisch. Es gibt jede Berührung mit Fachleuten, mit Verbänden, führt hier zu schockhaften Reflexbewegungen. Muss man da den Baubürgermeister mehr in die Verantwortung bringen, den Herrn Matthias Hahn? Oder ist da doch eben Fritz Kuhn gefragt, der ja eben sich das Thema Wohnen eigentlich bei seiner Wahl auf die Fahnen geschrieben hat? Kuhn, um ihn da mal in Schutz zu nehmen, hatte mit Sicherheit mehr vorgehabt, mhm, und wird dann ausgebremst, von der Verwaltung ausgebremst. Mhm. Beispielsweise die Bearbeitungszeit für Bauanträge. Mhm. Ich höre aus der Praxis bis zu 1,5 Jahren. Dann als Begründung, wir haben personellen Notstand. Das kann doch in einer Stadt wie Stuttgart nicht der Fall sein. Also München zum Beispiel, nehmen wir mal die bayerische Hauptstadt, dann dauern die Bauanträge 6 bis 8 Wochen. Aber das kann doch nicht sein. 8 Wochen im Vergleich zu 1,5 Jahren hier? Ja, und die haben eine sehr, sehr große, personelle Ausstattung. Die sind da viel offen. Das Gleiche höre ich auch aus Hamburg. Mhm. Aber Stuttgart ist in dieser Hinsicht schwerfällig und auch beratungsresistent. Und das ist einfach so gewachsen historisch. Und ich kann Ihnen sagen, das ist ein Anachronismus. Wir leben im 21. Jahrhundert. Wir können in der heutigen Zeit, Städte kann man nicht mehr verwalten. Mhm. Städte sind Dienstleister an der Bevölkerung. Städte stehen untereinander im Wettbewerb. Die Bevölkerung zieht dahin, in die Städte, wo der Service am besten ist. Das ist das marktwirtschaftliche Prinzip und nicht, wo die Administration und die Bürokratie am schwerfälligsten ist. Nehmen Sie sich mal die Sophienstraße jetzt in Hamburg. Das ist die Top-Luxusstraße. Mhm. Da baut neben Lagerfeld, wird dort ein Obdachlosenheim gebaut. Mhm. Das wäre hier in Stuttgart undenkbar. Was ist da das Mentalitätsproblem? Da schützt man sich und den eigenen Vorgarten und hat keine Lust auf Durchmischung. Genau, man hat keine Lust auf Durchmischung. Ich weiß, in Bliningen ist geplant ein Asylantenheim.
In der Nähe des Sportplatzes, das führt zu Bürgerinitiativen, das will man nicht, obwohl man die Asylanten gar nicht kennt. Das wäre dann in anderen Städten schon etwas, wäre da schon etwas einfacher. Ist da nicht das andere Problem oder das Gegenbeispiel, sowas wie dieses Viertel, in dem wir jetzt gerade schon kreuzen, eben wieder Hallschlag, dass man eine Art Ghettoisierung dann einfach vorantreibt? Das Image des Hallschlages ist ja relativ schlecht. Schlecht. Mhm. Wobei man jetzt mal fragen muss, warum ist das schlecht? Wir nennen das in der Wissenschaft salopp, das ist eine Salatschüssel. Mhm. Das heißt, hier sind verschiedene Salate zusammen, aber man erkennt immer noch, was Rucola, was Feldsalat, was Kopfsalat ist. Und hier, wenn Sie sich mal die Wohnungen anschauen oder die Häuser, man sieht das unschwer, das ist fordistische Bauweise, Bauhausstil, rein funktional. Mhm. Eine sehr starke Bauverdichtung. Absolut. Und hier wäre jetzt zum Beispiel, würde ich mir jetzt von einer Stadt wünschen, ein Quartiersmanagement. Mhm. Hier findet die tatsächliche Migration, von dem die Politik immer spricht, findet genau hier statt. Und was müsste dieses Quartiersmanagement dann tun, um eine Situation vor Ort hier im Hallschlag zu verbessern? Hier müsste es soziale Einrichtungen geben, zum Beispiel Sprachunterricht, Nachhilfeunterricht. Hier müsste es, wenn Sie hier durchgehen, das ist tot. Hier müsste es kleine Geschäfte geben. Hier müsste es Ausbildungsplätze geben. Ein gelebtes, man nennt das auch heute soziale Stadt. Und das ist eine schöne Lage hier. Hier könnte man was draus machen, wenn man es denn wollte. Prima, jetzt sind wir am Fahrziel hier im Hallschlag angekommen. Ich würde vorschlagen, dass wir mal aussteigen und uns hier die Situation mal genauer anschauen. Gerne. Jetzt sind wir am Ende unserer Reise angelangt hier auf dem Hallschlag. Sie wollten so ein bisschen noch erklären, warum man denn hier oben ganz besonders gut jetzt an dieser Stelle die Wohnungsbauproblematik in Stuttgart erklären kann. Hier wird neu gebaut. Hier steht es auf dem Schild. Attraktive Mietwohnungen mit Seniorenwohnungen. Natürlich energiegerecht. Hier schon die Durchmischung alt mit jung. Das heißt, hier erfolgt schon eine Aufwertung quasi des Standortes. Und Sie sehen auf der gegenüberliegenden Seite ein ziemlich runtergewirtschaftetes Gebäude. Das wird, nachdem das fertig ist, kann ich mir vorstellen, das wird so peu à peu, wird das dann auch hübscher gemacht wird das hübscher gemacht werden. Aber ich kann jetzt schon sagen, der Mietpreis, wie er jetzt ist, wird nicht dort, zu halten sein. Wird hier auch für eine SWSG nicht zu halten sein. Hier fehlt so ein bisschen Infrastruktur. Mhm. Hier könnte man wunderbar die Idee der sozialen Stadt könnte man hier sehr gut verwirklichen. Der Hallschlag, würde ich mal sagen, ist besser als sein Ruf. Als sein Ruf, gar keine Frage. Dann vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Danke.